Hallo Süder, ich hatte eine kleine Unterbrechung. Mir hat das Spiel gerade rausgeworfen, weil ich nämlich gerade... Was wurde es passiert? Fraps, also meine Party 2 war gerade umgewandelt, hat er mich rausgeworfen, hat mir gezeigt, dass es umgewandelt ist, ja. Ich meine, ist ja keine Unterbrechung, aber für mich... Okay. Also, umwandeln lassen? Ich hoffe, nimm das weiter auf. Ich meine, ich habe so gesehen, was er weiter aufnimmt, ja. So. Ich muss weiternehmen. Oder ich soll jetzt nochmal versuchen. Ich könnte jetzt nochmal versuchen. Ich weiß nicht, Leute. Nee, ich hab keine Lust. Das sehen wir uns vielleicht auch nochmal später. Wenn später Puzzleteile fehlen, dann werden wir uns das hier noch holen. Weil ich meine, es ist nicht schwer, ja. Es ist machbar, sagen wir so, es ist machbar. Ja. Weil die letzten 5 sind... Keine Ahnung, bitte. Keine Ahnung. So. Guck mal zurück. Leute, ich glaube, es wird so ein Buch sein, ja? Es wird so ein Buch sein, der dir ein Passwort gibt. Ich kann mir gar nicht anders vorstellen. Ich habe jetzt 4 Parts aufgenommen, das ist Part Nummer 5. Ich werde erstmal in diesem Part erstmal eine kleine Pause machen und sie dann hochladen, ja? Also umwandeln und hochladen. Umwandeln auf jeden Fall, damit ich halt Platz habe in der Festplatte. Weil sonst ist es so Sinn, dass sich wieder die Festplatte sich sprengt. Ja. Kommen wir hin. Ja! Das erste Buch, Leute. Ich bin Chito, das magische Zauberbuch. Ich kann euch ein paar tolle Cheats verraten. Schweige, du verlaustes Buch. Sonst trifft dich mein böser Fluch. Die Hexe hat das Buch verschlammt. Ihr habt mich gefunden. Das ist eure Chance. Die werden wir nutzen. Rücke mit den Cheats heraus, Zauberbüchlein. Einen Zauber will ich verraten. Gebt auf dem Boden der Sandburg an der Trisotrufkuf den Code BlueX ein. Danke, Meister Chito. In Gruntindas Hexenhöhle sind noch andere Bücher versteckt. Findet sie. Also BlueX. Nochmal, ich muss nur aufschauen. Der Code lautet BlueX. Gebt diesen Code auf dem Boden der Sandburg diese Trufkuf ein. Ei, ei, ei. Das heißt schon, ei, ei, ei. Also... Wenn wir mal Eier tragen können. Das ist der Eier-Cheat, Leute. Natürlich kann man den Cheat auch im Internet nachlesen, ja. Aber Problem ist, wenn in diesem Spiel die Bücher nicht gefunden hat, funktioniert der Cheat nicht. Ja. Das ist das Dumme daran. Ich habe dieses Buch habe ich letztes Mal im Offline-Spiel nicht gefunden. Ja. Im Display habe ich das jetzt gefunden. Leute, ich wusste nicht, dass das Buch da hinten drin ist. Wusste ich nicht, Leute. Tut mir echt leid, wusste ich wirklich nicht, ja. Und wir werden diesen Code eingeben, schätze ich mal. Den Vogel habe ich gedisst. Bald kräht er wieder auf den Mist. Dann sollen wir kugelig eingeben oder sollen wir weitergehen? Also wir geben den Code ein, würde ich sagen, oder? Ja, wir geben den Code ein.
Machen wir mit gleich aus. Ja, ja, ist gut. Zauber, alle, alle. Nee, ich geh weiter, in die Kur mach ich später. Meine ich nicht, was weiß. Wir haben ja vorhin diesen Hut hier zersprengt. Von der Hexe. Und suchen wir diesen Puzzleteil später. Ja, später, ja weiß. Aber leider ist es spät. So. Hol auf. Und jetzt geöffnet. Wir gehen hinein. Oder hinauf. So. Sie beziehen, wo ich meine. Ja. Also wir müssen diesen Ding hier hinein. In diesen Kessel. Ja. Und wir müssen einen Code öffnen mit hier. Dann ist es hier, damit hier das so gemacht. Dann hier um diese Vase mit einer Sprungplatte herum. Ja. Herumfahren. Dann können wir da reinspringen. Und dann können wir. Ja. Da rein. Hier oben ist dann das neue Level. Unser Google ist Fini. Ein Mystenlevel. Sehen wir es mal öffnen und dann hineingehen. Hier glaube ich geht's mal. Hier müssen wir rein, oder? Da kam ich von hier. Hier wollte ich hin. Da brauchen wir 350 Münzen. Münzen. Noten natürlich. Und wir haben. Wir können öffnen. Wir öffnen die Tür jetzt mal. Einfach so. So, also ich zeige jetzt mal auch mal was. Hier hinten ist eine Honigbienenwabe. Die erzählt uns auch was. Hände weg von meinem Honig oder ihr werdet es bitte bereuen. Wenn sie es jetzt stören, dann greifen uns die Bienen an. Die folgen uns an der bestimmten Zeit. Hier drin ist ein Kessel. Aufwecken. Den haben wir doch schon, Leute. Den hier. Jetzt können wir uns zwischen diesen beiden Hintern portieren. Hallo, die Abkürzung erspart viel Lauferei. Ab in den Kessel. Also, das heißt jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal anfangen, sind wir wieder am Anfang, ja? Und dann brauchen wir in den Kessel zu steigen. Und dann sind wir gleich hier wieder hin müssen. Hier ist das Friesenpark, Leute, da werden wir als nächstes hingehen. Also jetzt öffnen wir natürlich 450. Wir haben ja. Ohne weitere Noten ist der Durchgang streng verboten. Fantastisch. So. Nochmal ein Kessel. Hier. Den haben wir noch nicht gefunden natürlich. Sehen Sie, den haben wir noch nicht. Und schon wieder aus. Aber hier aktiviert. Ja, dann können wir Gummis viel noch gar nicht öffnen, weil wir müssen nämlich, um Gummis viel zu öffnen, müssen wir nicht dort hinein. Ja. Und können Gummis viel gar nicht öffnen. Okay, dann werden wir manches anders machen. Hier gibt es etwas. Ja, für das Kopf seht ihr ja hier. Das soll eigentlich ein Puzzleteil sein. In dem Auge. Das erscheint jetzt später. Und dann gibt es dann eine kleine, ich sag es mal, Challenge. Ja. Und zwar folgende. Wir können dann nämlich hier. Hier oben rein,
Ja. Und dann hier nochmal nach hinauf. Ja. Wenn ihr in diesem Tempo weitermacht, die ganze Welt über euch lacht. Nicht hier lang, nicht hier lang. Also hier ist folgendes. Hier sind die Schuhe. Mit den Schuhen können wir ganz schnell laufen. Ha, denkt nicht, ihr könnt etwas benutzen, bevor ihr bei Bottles geil gelernt habt, wie es funktioniert. Also wir müssen das hier machen. Ja. Hier ist also eine Flugplatte. Müssen wir die Schuhe nehmen, dann kann ich in der Flugplatte laufen. Ja, das ist möglich. Also sich nicht, ohne Schuhe nicht. Und dann können wir fliegen. Ja? In Schuhen ist das möglich. Und dann können wir fliegen. Und wir können dann dort hochfliegen. Weil im Auge von Lutilla erscheint dann später nämlich ein Puzzleteil im Auge. Wenn wir den Schalter betätigen bei in diesem Fliegepark. Aber wir können hier für den Hut. Das können wir schon mal machen. Sonst am Ende wird auch nichts bringen. Dann gibt es nämlich nur Eier. Und die Tussi ist hier. Er kennt es nicht. Was ist denn hier Schönes? Hier sind zwei Eingänge, Leute. Kommen wir so nicht hin. Ja, das erforschen wir noch. War das hier der Eingang oder war es anders? Hier ist ein Eingang. Nee, das war nur einer. Das war der Eingang, der war da oben. Ich meine, es ist schwer mit dieser Flugplatte, ja, die Zeit ist hier so genau bemessen, aber es ist möglich, ja, es ist möglich. Jetzt gehen wir in den Flüssigpark. Aber das werde ich dann mal abmähen, dann einen kleinen Schnitt machen. Und dann muss ich ein paar Sachen ummalen, das ist bisher nicht ziemlich voll. Ja? Möglich, das ist göttlich. Diese Welt hält einen neuen Move für euch bereit. Mal sehen, ob ihr ihn findet. Das werden wir machen, aber erst im nächsten Part. Damit sage ich tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Und damit sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.